Alabama darf eigentlich an keinem Rock. Kurz vor neun noch nicht, dass Rock am Stock hier auftreten wird. Es war ein sehr kurzfristiger Entschluss, der aber nicht von mir ausging, sondern von dem jungen Mann neben mir. Und manchmal tut es gut, wenn einem ein anderer die Entscheidung abnimmt. Wir brauchen das Geld. So, und der Matthias hat zu mir gesagt, ja, der Winter steht bevor und diese jungen Männer hier, die möchten doch die Gelegenheit heute Abend nutzen, um ihr Bürgergeld noch etwas aufzubessern. Die Heizperiode kommt, ne? Das musst du ja leben. Und eine kleine Anekdote möchte ich noch loswerden. Ich bediene auch so ein Instrument, was die beiden Herren hier um den Hals gehängt haben. Von uns liebevoll genannt Eierschneider. Und vor fast genau 43 Jahren habe ich mit dem Benjamin der Band, der dort von Ihnen aus gesehen rechts außen steht, zum ersten Mal zusammengespielt mit dem Leo. Das war 1980. Ja, so lange kennen wir uns schon. Bist du schon so alt? Ich finde es klasse, dass die Jungs heute Abend hier spielen. Und an ihrem Applaus erkenne ich auch, dass es ihnen gefällt. Das soll weiter so bleiben. Noch einen schönen Abend. Hören Sie der Musik zu, gehen Sie mit, trinken Sie Wein dazu. Weil je mehr Sie trinken, desto besser klingt die Band. Schönen Abend. In his purse, you know? His purse gets fat. Thank you.
Cause I'm down on